Ja, Georg, denen heint, oder wie? Ja, Maria, recht schon eine Zeit auf dem Weg. Und jetzt geht's ins Gastorlauchen. Gehen wir dann da rein? Felderlauchen. Und da muss ich richtig gut durch den sein. Ja, da magst du dich anstrengen. Musikherren und in Mirming zukehren. Das ist das Motto der Musikkapelle Mirming bei den Platzkonzerten, die alle am Badesee Mirming stattfinden. Georg war wieder mit seinem Radl unterwegs und hat viel Interessantes, viele Informationen und auch die eine oder andere Anekdote mitgebracht. Die Feldernalm im Gorstal ist seit Jahrhunderten die Almweide der Obermirminger Bauern. In einer Urkunde vom 3. Mai 1340 erteilen die Obermirminger Bauern als Gegenleistung zur Neuerrichtung der St. Gertrautenkirche, die heutige Georgskirche, dem Kloster zu Stams für 26 Jahre das Recht, mit ihrem Vieh auf die Albe zu fahren und diese zu benutzen. Die neue Feldernalm wurde im Jahr 1964 in Hochfeldern errichtet. Der laufende Betrieb der Alm konnte und kann nur durch hohe Eigenleistung der Almmitglieder aufrechterhalten bleiben. Viele Generationen von Obermirminger Bauern haben das ihre dazu beigetragen. Und das war nicht immer leicht, dass die Hochfeldernalm heute so dasteht und dass am 28. August 2016 die an die Erfordernisse der Zeit adaptierte Hochfeldernalm feierlich eröffnet werden konnte. Im Rahmen von Musikherren und im Mirming zukehren sind wir heute zu Gast auf der Hochfeldernalm. Bei mir sind der Andreas, seines Zeichens der Almobmann von der Hochfeldernalm, und der Elias. Das ist der Pächter, Hirt und Wirt da auf der Hochfeldernalm. Andi, du bist jetzt ja schon die zweite Periode Almobmann da herum. Kannst du uns ein bisschen was über die Hochfeldernalm erzählen? Ja, die Hochfeldernalm liegt in wunderschönen Gorstal, liegt auf 1753 Meter Seehöhe. Der Standort, wo die Hochfeldernalm heimsteht, ist 1964 von den Großvätern von uns erbaut worden. Sie ist vor 9 Jahren renoviert worden, Winter fit gemacht worden, vorher war kein Winterbetrieb, das war vor 9 Jahren. Und ja, in Obermirming oder halt die Hochfeldernalm hat 34 Mitglieder, sind aber leider Gottes leider mit 9 aktiven Bauern. Allerdings bei den Schichtenleistungen, sprich Weckerhaltung, Weidepflege, solche Sachen, sind natürlich die Mitglieder auch alle mit vertreten und helfen natürlich mit, weil es jedem ein Anliegen ist, dass die Hochfeldernalm in einem guten Zustand ist. Dass jetzt so eine Alm am Leben erhalten werden kann, da braucht es die richtigen Leute dazu. Die richtigen Leute im Hintergrund und aber auch den richtigen Pächter dafür. Ja, Maria, das ist richtig. Der Pächter ist natürlich das Wichtigste. Der hält die Hütte auf Trab und die Tatsachen, wir haben in Elias. Das ist ein super Hirt, ein super Wirt. Der macht das auf der Hochfeldernalm 1a. Ist für ihn der erste Sommer. Wir müssen ihm manchmal was zeigen, wie es geht, weil er kann nicht alles wissen. Aber er ist sehr lehrreich und auch ja, ein Top-Mensch. Und bin froh, dass wir ihn gefunden haben. Elias, der erste Almsommer da auf der Hochfeldernalm. Für wie viele Viecher musst du jetzt sorgen da herum? Aktuell haben wir 208 Viecher. Und die müssen wir den ganzen Tag betreuen. Ich habe Gott sei Dank zwei gute Helfer da. Und bis jetzt passt es gut. Wir haben leider schon ein Viech verloren das Jahr. Aber das passiert und wir machen gut weiter. Und ja. Aber 208, das ist ja eine ganz nett große Anzahl, oder? Ja, vor allem am Anfang. Ich habe davon noch nie gehört und das ist mein erster Sommer jetzt herum. Und ja, ist schon anspruchsvoll und viel Arbeit. Aber ich habe gute Bauern im Hintergrund, die unterstützen mich, wo es geht. Und darum bringen wir das hier. Also der Mani und der Sebastian, die sind ja, stehen dir ja mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben sie davor schon gesehen, die sind ganz schnell gelaufen, Viecher versorgen. Und du musst das jetzt da abfangen. Ja, genau. Die zwei, die sind wirklich den ganzen Tag da. Die steigen in der Früh auf, helfen mir in der Hütte, wenn irgendwas fehlt. Und nachher sind die beim Viecher den ganzen Tag. Und der Wurst am Ende vom Tag, das passt. Und auf die kannst du dich verlassen. Und ich bin froh, dass ich sie habe. Ja.
Also zwei Mitarbeiter, die man sich gleich wünschen kann. Genau, ja. Kann ja jedem empfehlen. Aber du hast ja auch anderweitig noch sehr gute Mitarbeiter, was ich so mitkriegen kann. Ja, genau. Wir haben jetzt zwei Leute in der Küche, zwei im Service. Eine habe ich im Büro festgestellt. Und dann habe ich noch einige Aushilfen, die wollen mir einfach unterstützen, wo es geht und der Betrieb läuft. Aber wenn ich einen Tag beim Fix sein muss, dann weiß ich trotzdem, der Betrieb läuft. Und ja, bin ich froh, dass ich alle habe, die da sind und alle außenrum. Bin ich wirklich zufrieden, ja. Also kann man sagen, bis jetzt läuft der erste Alm Sommer ganz gut für dich? Bis aufs Wetter. Die letzten Monate war jetzt ein bisschen schwierig, aber seit 15. Juli ist her und jetzt geht der Sommer los und jetzt passt es ja. Andi, wir wollen jetzt da zurückkehren auf der Hochfeldernalm, gell? Wie kommen wir überhaupt da her? Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja, an der Seite ist von der Leutnasch mit E-Bikes ideal. Mit Fuß ist es eher ein bisschen ein weiterer Weg. Da würde ich sagen, für die Wanderer, die sollten eher auf die Erwalder Seite kommen, mit dem Lift von der Erwalder Almbahn auch erfahren und können gemütlich auch kinderwagengerecht daher wandern. Es gibt natürlich auch anspruchsvollere Wanderungen von der Leutascher Seite über das Rotmoos, über das Sturnerne Hittel, über das Gatterl zur Hochfeldernalm. Oder man geht auch weiter von der Hochfeldernalm, startet man und geht in die Zugspitze. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ja. Also wir sind angebunden für alle Aktivitätslevel. Egal ob Wanderer, was mit den Sandalen gehen kann, bis hin zum Hochalpinist oder mit den E-Bikern. Also es ist für jeden eine super Möglichkeit, dort die Hochfeldernalm zu erreichen. Und dann sind wir jetzt da und sitzen auf der wunderschönen Terrasse und haben Hunger. Was wird uns denn da geboten, Elias? Genau, da haben wir Tiroler Küche, ganz klassisch. Eine ziemlich große Karte eigentlich, ja. Alles selber gemacht. Von der Suppe über das Tiroler Christel, über Schnitzel, über den Kaiserschmarrn. Was das jetzt begehrt. Also alles, was man braucht. Genau, ja. Und wenn wir jetzt da heroben sind und dann essen wir und trinken wir und wir kennen das ja alle, irgendwann geht die Sonne unter, können wir nachher auch da schlafen? Ja, genau. Wir haben droben ein Mehrbettzimmer. Die muss man allerdings recht früh buchen, weil die schon über den ganzen Sommer jetzt eigentlich ausgebucht sind. Aber ja, wir haben die Möglichkeit zum Schlafen. Kann ich auch nur empfehlen, machen ganz viele. Immer voll und immer nett, ja. Also auf der Hochfeldernalm sind wir einfach voll versorgt. Wir gehören gern dazu. Wir haben jetzt noch ein paar Musikanten mit, weil wir ja auch Musik hören wollen. Sollen wir noch ein bisschen zuhochen gehen? Machen wir das. Auf jeden Fall, das passt, ja. Thank you.
brauchst. Reiling ist leer. Hey, Kollegen, Platzkontakt! Das hat man jetzt voll vergessen. Aber jetzt haben wir Zeit. Georg, ich übernehme der Weiß, du fährst gleich nach Haus und ich sag dir, der Wald jetzt sicher nicht. Danke, Helle. Passt mit mir mit. Nehmen Sie es im Pass mit. Passt mit mir mit. Auf geht's! Thank you.